Moin Moin und Weidmanns Heil. Heute gibt es ein kurzes, knappes Video zu einem Ausrüstungsgegenstand, Piece of Equipment, das, glaube ich, ja, neu ist, ganz, ganz neu. Ich habe zumindest vorher sowas noch nie gesehen. Wer auf Instagram aktiv ist und dort die deutschen großen Jagdkanäle abonniert hat, der wird es schon mal gesehen haben, weil da machte es schon die große Runde. Und wurde auch von allen Stimmen, die ich bisher so gehört habe, für gut befunden. Es geht um den Sauenhammer. So sieht der Sauenhammer aus. Das ist jetzt die Ausführung Drückjagd hier mit diesen Orange-Einlagen. Gibt aber eine Farbpalette mit weitaus mehr Farbvariationen. Blende ich euch am besten gerade mal hier ein, dass ihr mal seht, was es so alles gibt. Wenn jetzt jemand sagt, Orange ist überhaupt nicht meins, dort ist es. Ja, was macht das gute Stück? Diese Schlaufe, hier, passt so eine Patschhand prima durch, wird durch den vorderen Riemenbügel, durch die Öse, einfach mitgezogen. Wird dann hier mit so einem Sicherungssplint fixiert. Und dann habe ich diese Schlaufe am Schaft hängen. Was macht die Schlaufe jetzt? Ich bin da ganz offen und ehrlich, ich habe am Anfang gesagt, das ist eine Lösung für ein Problem, das kein Problem ist. Aber dann sieht man sowas bei einem Bekannten. Heißt das, gib mal her, lass mal probieren. Ja, und dieser anfängliche Zweifel wurde nach dem ersten Anfassen dann doch revidiert, weil es ist schon eine super schnieke Sache. Wir montieren das Ganze jetzt gerade mal schnell, dann zeige ich euch, wie simpel und super schnell das Ganze geht. Und dann gucken wir uns an, was das Gerät macht. So, bevor wir jetzt mit der Montage, der eigentlichen Montage beginnen, gucken wir uns das Teil gerade nochmal genau im Detail an. Und die Verarbeitung ist echt gut. Ihr seht es hier. Da haben wir keinen Faden, der irgendwie aus der Reihe tanzt, der sich irgendwie löst. Die Gummierung hier von diesem Sicherungssplint sieht auch top aus. Nicht brüchig, nicht rissig. Es macht einen sehr wertigen Eindruck. So, Montage, wie eben schon gesagt. Diesen Sicherungssplint einfach öffnen, ziehen. Und ich glaube, auf der Webseite wird beworben, es passt auf 90% oder 95% aller Riemenbügelösen. Einfach durch die Riemenbügelöse ziehen. Das ist mit der Kamera im Weg gar nicht so einfach. So, und das war das ganze Hexenwerk. Ein bisschen nachziehen, bis das Loch vorne durchschaut. So, dann packen wir einfach hier den Splint rein. Verriegeln das Ganze. Und jetzt sitzt es bombenfest. So. Sicherheit ist hergestellt, bevor wieder jemand nörgelt. Jetzt stehen wir auf unserem Drückjagdstand. In 2 Wochen geht es hier bei uns los. Und es ist ein ganz schön langes, hartes Treiben. Also es geht über 3 Stunden und die ganze Zeit sind die Hunde laut. Und wir sind permanent in Abachtstellung und haben die Waffe parat. Und dann kennen wir das alle. Irgendwann wird der linke Flügel wird lahm. Und dann kommen sie. Da hinten kommen 5 Überläufer. So auf 80 Meter. Nehmen die Waffe hoch. So. Und ich muss greifen, ich muss in meinen Schaft halten und muss ihn mir in die Schulter drücken. Und der Flügel ist lahm und es schwimmt ein bisschen. Vielleicht haben wir auch Hochsommer, stehen am Raps und haben Flossen, die ein bisschen geschwitzt sind und der Schaft rutscht. Gut, kann ich bei der Helix jetzt nicht behaupten, das ist ein schöner Schaft, aber soll es ja auch geben. Oder es ist schweinekalt, minus 10 Grad und wir haben Handschuhe an. Und dann ist der Grip auch nicht mehr so gegeben. Eiert ein bisschen. Und jetzt kommt unser Sauenhammer ins Spiel. Hand durchstecken. So. Ich bin an meiner gewohnten Position, meiner Führhand. Spare mir aber den Druck. Ihr seht es hier. Ich habe vorne nichts gemacht. Nur durch Anziehen des Armes wird mir die Waffe vollends in die Schulter gedrückt. Gibt, ich habe es im Schießkino getestet jetzt, ein ganz anderes Erlebnis fürs Flüssigschießen. Weil halt weniger Kraftaufwand da ist. Wir haben mit weniger Kraftaufwand mehr Kontrolle über die Waffe und das spiegelt sich sowohl bei der Führigkeit der Waffe, beim Mitschwingen, als auch beim Repetieren. Weil ich kann jetzt hier in einem einfach weitermachen. Wie gesagt, es soll Leute geben, die sagen, braucht man nicht. Mich hat es auf jeden Fall überzeugt, weil es ist wirklich schon der Wahnsinn. Wie gesagt, hier. Uhu,
und es passiert alles nur einfach nur durch Anziehen der Waffe, ohne dass ich noch weiter greifen, packen, drücken muss. Ja, man kann sich ja auch mal anfänglich ihr geglaubte Meinungen oder ihr gebildete Meinungen revidieren lassen und sich überzeugen lassen. Mich hat es auf jeden Fall vollstens überzeugt. Wird auf jeden Fall für die kommenden Drückjachten der absolute Number One Begleiter werden. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wem es gefallen hat, wie immer, Däumchen ist ein Träumchen, Daumen nach oben, Abo-Button, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen, findet ihr genau hier. Und ich sage Horrido und Weidmannsheil, bis zum nächsten Video.